Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Guido Brakelsberg. Ich bin Geschäftsführer der Setlog und Vorstand im Dialog Textilbekleidung. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Episode 12 von unserem Fashion Community Talk. Heute haben wir RFID-Spezialisten, die Profis, bei uns. Das ist die Firma Sispo, ist einmal der Harald Dittmar und der Lutz Bodenschatz. Herzlich willkommen, ihr beiden. Einen wunderschönen guten Tag. Dann stell dich mal kurz vor, bevor wir einsteigen. Ja, fange ich mal an. Harald Dittmar, bin Geschäftsführer der Sispro und auch Miteigentümer. Seit über 30 Jahren am Markt in der IT unterwegs, ganz am Anfang sogar programmiert, dann Projekte beraten von SAP bis Navision, alles Mögliche. Sispro selber, da war ich lange Jahre im Food-Bereich. Wir haben einen starken Food-Bereich auch. Unterwegs als Berater in der Optimierung von IT-Prozessen. Und das Zweite ist dann Anfang der 2000er haben wir dann auch den Bereich der Auto-ID, IoT mit aufgebaut. Da war ich auch mit der Treiber und war in den letzten Jahren vorwiegend unterwegs in zwei großen RFID-Projekten beim Handel. Eines ist das Adler Modemärkte-Projekt, das andere Ulla Popkin, die auf sehr unterschiedliche Art und Weise RFID eingeführt haben. War ganz spannend. Soweit erstmal. Dann kurz zu mir. Mein Name ist Lutz Bodenschatz. Ich bin der Key Account Manager bei der Firma Sispro. Bin seit knapp 20 Jahren in dem RFID-Automatisierung eben unterwegs, eben von der Produktion über die komplette Supply Chain bis rein Logistik und dann Retail. Freue mich heute mal in diesem Talk dabei zu sein. Dankeschön. Ja, super, sehr gerne, ihr beiden. Wenn wir über das Thema digitale Transformation, Digitalisierung der ganzen Supply Chain reden, der Lieferkette, mit welchem Problem werdet ihr denn da konfrontiert? Ja, ich sag mal so, das Problem fängt teilweise ganz am Anfang an. Da kommen die ganz normalen Fragen, was kostet ein Etikett? Beziehungsweise wo steht ihr, wo können wir hin, ja, und wo sind die Hürden mit Schnittstellen zum Warenwirtschaftssystem oder zum Lagerverwaltungssystem oder egal zum führenden Wirtschaftssystem. Und dann sagen wir immer grundsätzlich, wir fangen eben modular und skalierbar eben an und ganz klein, ja, und so, dass der Kunde wirklich aber am Anfang auch schon merkt oder sieht, wo ist das Ende zu sehen, beziehungsweise wo kann er dann auch einmal schon spüren und fühlen, gleich in der Anfangsform, das muss ich ungefähr, mit dem muss ich ungefähr rechnen. Und da sind wir eben sehr offen und das machen wir dann dementsprechend ganz locker und flockig, auch mit externen Beratern zusammen, dass die erstmal eine komplette Prozessansicht eben aufsetzen. Wir machen Prozessworkshops und dann fangen wir eben lang und ganz vorne an. Und das ist eben das Problem, die Probleme, die wir eben haben, aber das sind so die meisten Probleme. Ich kann vielleicht noch ein bisschen ergänzen, wenn ich so sehe, was sind die Hauptprobleme, wenn wir RFID einführen, ist natürlich, dass da immer geschaut wird, passen die Prozesse in der Supply Chain, da wir ein Anbieter sind, der in der Lage ist, von der Produktion über die Logistik bis hin in den Handel hinein die unterschiedlichen Prozesse abzubilden, sehen wir natürlich an verschiedenen Ecken ganz spannende Sachen, die dann auch mal erstmal zutage treten. Wenn man sich so einen Prozess lange Zeit nicht anschaut als Kunde oder als Unternehmer, dann läuft der halt so vor sich hin und plötzlich muss ich mich damit beschäftigen. Und dann sieht man eben auch, an welchen Stellen bestimmte Probleme auftreten. War eine ganz interessante Geschichte, wo wir dann, wenn ich jetzt aus den beiden Projekten da mal schaue, in der Logistik bei Adler oder auch bei Popkin, wie die Probleme eigentlich hochpoppen im Wareneingang schon. Also, dass ich da an der Stelle viele Fehler auftue, die ich sonst gar nicht gesehen hätte. Und das macht dann erstmal bewusst, dass die Prozesse doch nicht immer so smooth sind, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Naja, absolut, verstehe. Da kann ich vielleicht auch noch einen kleinen Punkt dazu sagen. Wir haben ein Projekt gemacht, international bei der Firma WKS in der Türkei. Da unterstützen wir die Qualitätskontrolle, ja, und da unterstützen wir natürlich auch den kompletten Wareneingang für die EPC-Avisierung dann für das Lager WKS in Deutschland. Und da war eben auch das Thema, wie fangen wir an? Ja? Und dann hatten wir eben mit WKS eben die ersten Workshops und dann hieß es so, aber wir müssen jetzt in die Türkei. Also sind wir in die Türkei geflogen, haben ja die Workshops gemacht und dann die Themen, was bei WKS in Deutschland und was in der Türkei ist,
waren eigentlich zwei unterschiedliche Ansprachen, weil der Logistikchef in der Türkei eine ganz andere Vorstellung hatte wie in Deutschland. Und somit, das sind also auch diese kleinen Knackpunkte, auch wie Harald Dittmar eben gerade gesagt hat, allein bei der Logistik, was poppt da auf? Deswegen müssen die Gespräche geführt werden. Ja, yeah, ich glaube, das ist klar, ohne Gespräche geht es ja nicht. Das ist ja so ein bisschen auch, ich meine, der Jörg Brune hatte uns das ja auch schon in Folge 4 ja, von der WKS uns das ja auch ein bisschen berichtet, dass er da einen Trend zum Nearshoring sieht. Letzte Woche nochmal der Joachim Hensch von Hugo Boss, ja, der auch gesagt hat, er sieht diesen Trend zum Nearshoring. Und ja, das ist spannend, dass er da dieses Projekt hat mit der WKS. Wir teilen ja auch einen gemeinsamen Kunden, wo wir auch dann Nutznießer eben sind, ja, mit Marco Polo, wo das alles zusammenfließt. Und ich glaube, das ist ja, ich glaube, was man einfach hier auch der Community sagen kann, solche Prozesse funktionieren. Klar, man muss designen, man muss natürlich Workshops machen, aber sind natürlich auch, ich sag mal, wirklich entsprechende Ersparnisse halt da, wenn ich die Prozesse durchdigitalisiere. Also das funktioniert. Ja, das ist also ein gutes Beispiel, dass auch mehrere Partner, das ist uns so wichtig, und deshalb finde ich auch spannend, mit euch beiden da zu reden, ja, dass man zu sagen, dass halt die Partnersysteme sich schon aufeinander, ich sag mal, synchronisieren können, dass wir Daten austauschen können. Und ich denke auch mal, wenn ich das mal vergleiche, persönlich vor 10 Jahren geht das heute auch sehr viel fluffiger, wenn man das so sagen kann. Ja, das ist nie einfach, da gibt es immer wieder Baustellen. Ja, das wollen wir jetzt nicht kleinreden, aber der Bedarf wird halt immer größer, auch gerade von Kundenseite. Sehr ja, spannend. Und das, ja. Fluffige, und das Fluffige würde ich vielleicht auch noch mal kurz aufnehmen. Ja, vor 10 Jahren gab es dann wirklich immer nur, was kostet das Projekt nach Lizenz? Und wenn man sich das heute mal anschaut, jetzt gibt es zum Beispiel auch Lösungen, wo es heißt Pay by Scan. Ja, das ist also quasi Investition sozusagen, der Kunde nicht leisten muss, muss also dafür nichts zahlen, sondern er kann also wirklich pro Scan wird bezahlt. Und somit ist es natürlich von unserer Seite, geben wir dem Kunden erstmal sozusagen die Hand rüber, sagen wir es mal auf, wir investieren vor. Und du musst aber dann auch schauen, dass da auch die Forecast, die du dann dementsprechend vorbereitet hast oder auch vorgesagt hast, auch wirklich einhältst. Aber das Risiko gehen wir eben ein. Aber somit sieht man mal, fluffig geht auch so, ne? Ja, ist natürlich auch für den Kunden eine andere Investitionssicherheit, wenn ich natürlich total zahle. Ja, ich meine, die ganze Welt geht ja in dieses variable Vergütungsmodell. Ja, genau. Das ist ja im Business-to-Consumer-Bereich sehr stark. Spannend, ja, ist cool. Ich meine, das ist mal echt ein Angebot, das ist ja sehr interessant, nicht schlecht. Also, Hut ab, meine Herren. Ziemlich cool. Nicht schlecht. Wenn wir mal zur nächsten Frage kommen, wird nach Corona wie vor Corona? Wie seht ihr die Zukunft? Also, wie seht ihr auch gerade so das, was da jetzt gerade passiert? Ja, den Impact auf euch, vielleicht auch eine Investitionszurückhaltung auf der einen Seite, auf der anderen Seite ja schon auch, ich sag mal, eine Rentabilitätsbetrachtung, die ihr anbietet. Erzähl mal. Ja, es ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube, da beschäftigen sich gerade alle mit dem Thema von der Philosophie bis hin zur Wirtschaft. Ich will es mal so ein bisschen allgemein anfangen. Ich denke, auf der einen Seite wäre gut, wenn es nicht einfach so weitergeht, wie es vorher weitergegangen ist. Weil diese Überhitzung, die da teilweise war, fand ich nicht gesund. Und ich sehe da so zwei Aufgaben, die teilweise sogar ein bisschen eher gesellschaftlich sind. Die sind also eher strategisch und es gibt kurzfristige Dinge, wo wir dann sicherlich auch helfen können als Technologieanbieter. Was mir wichtig ist, ist, dass in Europa gerade das Thema Mittelstand mehr gespielt wird. Also, dass diese mittelständische Vernetzung mehr stattfindet und die damit besser kooperieren können, damit nachhaltigere Wirtschaftsmodelle auch reingehen können. Und es gibt ja so Themen wie Gemeinwohlökonomie oder sowas, wo also die Stakeholder alle betrachtet werden, nicht nur maximal Profit, sondern eben Lieferanten werden betrachtet, Kunden werden betrachtet, Mitarbeiter betrachtet, die gesamte Gesellschaft wird da betrachtet. Das halte ich eigentlich für geboten, dass wir uns in diese Richtung begeben, wenn wir uns mal auch die gemeinsamen Ziele ansehen, was jetzt Nachhaltigkeit betrifft, was Umwelt betrifft. Und deswegen sehe ich eigentlich Europa, gerade auch Deutschland, gut aufgestellt, weil so eine starke Mittelstandsorientierung ist. Mir würde es gefallen, wenn an der Stelle also die Mittelständler weiter noch zusammenarbeiten, sie auch mehr zu lokaleren Produzenten wieder werden. Also das Thema Nearshoring war ja schon so ein Thema, hatte ich auch bei anderen
geschaut, dass die das auch ausgesagt haben. Und wir können natürlich dann auch empfehlen, unseren Kunden da wettbewerbsfähig zu sein, ist möglich. Also ich muss nicht unbedingt diese Lohnkostenvorteile in Asien versuchen auszunutzen, die aus meiner Sicht zukünftig sowieso schwieriger werden. Von daher ist es aus Gebot der Stunde, näher heranzukommen und hier dann durch Technologie den entsprechenden Wettbewerbsvorteil, den man vielleicht anderweitig über Lohn hat, hier wieder zu erreichen. Ja. Dann kann ich vielleicht noch zwei Worte dazu bringen. Wenn jetzt Harald Wittmer zum Beispiel über Technologie spricht, ja, dann ist es zum Beispiel, er spricht hier über Self-Checkout, ja, oder über Smart Mirrors, hier an dementsprechend im Store sind, wo ich dann auch eventuell eine verlängernde Ladentheke machen kann, ja, wo ich also wirklich den Profit oder auch die bessere Verfügbarkeit der Ware mit meinen Mitarbeitern dementsprechend rüberschieben kann. Und das ist alles, was ich damit eben unterstützen kann, eben mit Technologie eine Flexibilität auch reinzukriegen. Klar, das sind ja die Kosten auf der einen Seite, klar, Harald, aber es ist natürlich auch die Lead-Time, die ich habe da an der Stelle. Ja, nee, ich kann sehr viel kurzfristiger auf Nachfrage reagieren. Das war ja auch, ich meine, das ist ein ganz, deshalb war das auch letzte Woche mit Joachim Mensch unglaublich spannend zu hören. Da wird viel gehen und ich glaube, da muss man einfach auch mutig sein und da kann man vielleicht auch kosten. Ich meine, das Angebot, das ihr macht, das würde ich sagen, wir machen ein variables Modell per Scan, das ist wirklich sehr zukunftsweisend, finde ich persönlich. Ich meine, die Zukunft wird zeigen. Aber das ist natürlich echt ein ganz tolles Angebot, das ihr da macht an der Stelle. Und ja, das sind sehr spannende Zeiten. Ja, ich sage schon mal vielen Dank, ihr beiden, für eure Zeit, für euren Input in ein sehr spezielles Thema. Aber vielleicht ist es gar nicht so speziell, sondern im Endeffekt geht es um die, ich sag mal, Digitalisierung der Lieferkette. Und ja, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, sehr gerne, dass wir dabei sein durften. Vielen Dank. Ja, vielen Dank und immer Daumen hoch. Ja, jawohl, den Daumen hoch mache ich auch. Ihr Lieben, so, liebe Fuck-Community, ja, das war's. Das war die Nummer 12 und ich wünsche Ihnen jetzt alles Gute. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Auf Wiedersehen.